Das Käfer-Cabriolet hat nichts mehr zu tun mit knatternden Boxermotoren im Heck, sondern seit den 90er Jahren basiert das New Beetle Cabriolet, wie man es auch nennt, auf dem VW Golf. Es ist also eine ganz moderne Konstruktion. Der New Beetle ist ja selbst schon ein Klassiker. 1,2 Millionen Autos wurden inzwischen gebaut. Wer sich vielleicht erinnert, das erste Modell bestand in der Seitenansicht aus einer Anordnung von Halbkreisen. Das führte dazu, dass dieses Auto sehr rund wirkte, kugelig, feminin könnte man auch sagen. Das führte wiederum dazu, dass sich vor allem weibliche Käufer für dieses Auto entschieden haben. Der neue ist da ein bisschen anders, der ist sehr viel gestreckter. Er hat zum Beispiel eine viel längere Motorhaube, dafür eine kürzere, steilere Frontscheibe, eine flache Dachlinie. Das sieht insgesamt sehr viel sportlicher aus. Das soll dazu führen, dass sich auch mehr Männer für den New Beetle, für das Cabriolet entscheiden. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass sich da die Betrachtungsweise auch ein bisschen geändert hat, dass auch Frauen mehr inzwischen auf sportlichere Autos stehen. Was man hier im Cockpit sehr schön sieht, ist die viel bessere Raumausnutzung gegenüber dem ersten Modell des New Beetle. Der hatte ein Cockpit, das war ungefähr so tief wie der Strand von St. Peter-Ording. Da hat man im Grunde Platz verschwendet. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das Cockpit ist relativ kompakt geworden. Man sitzt ein bisschen weiter nach vorne gerückt, mehr nach vorne im Auto. Das heißt aber auch, die Hintensitzenden haben ein bisschen mehr Platz. Und das können wir auch gleich mal ausprobieren. Es gibt viersitzige Cabriolets. Die sind es eigentlich nur auf dem Papier. Da reicht der Platz hinten vielleicht für einen Jack Russell Terrier oder eine weitere Reisetasche. Beim Beetle Cabriolet ist das ein bisschen anders. Hier kann man zu viert durchaus sitzen. Ich würde vielleicht nicht von Hamburg bis München damit fahren wollen. Aber sonst geht's. So, und jetzt machen wir das Dach mal auf und dann fahren wir mal los. Man muss bei einem Cabriolet auf jeden Fall Kompromisse eingehen. Das Raumangebot ist beengt, der Kofferraum ist auch eher knapp. Irgendwo muss das Verdeck ja auch hin. Dann ist die Übersichtlichkeit nach hinten bei geschlossenem Verdeck nicht so gut. Was man auf jeden Fall wissen sollte ist, wenn das Dach offen ist, ist es meistens entweder zu heiß, dann brennt einem die Sonne auf den Scheitel, oder es ist zu kalt, dann zieht es und dann holt man sich einen steifen Hals. Das sollte man auf jeden Fall wissen, wenn man sich ein Cabriolet kauft. Wenn es aber so ist wie heute, hier auf dieser schönen Straße, dann ist es herrlich. Das versöhnt sogar so ein Cabrio-Muffel wie mich. Wenn wir hier die Route de Crête rauffahren, oberhalb der Bucht von Cassis, und gleich werden wir freien Blick aufs Mittelmeer haben. Das ist einfach geil. Es gibt das Beetle Cabriolet mit drei Benzinmotoren, mit 105, 160 und 200 PS. Außerdem zwei Dieselmotoren mit 105 und 140 PS. Standard ist ein 6-Gang-Schaltgetriebe. Der kleine Diesel kommt mit einem 5-Gang-Schaltgetriebe. Und dann gibt es noch auf Wunsch ein 7-Gang-Direktschaltgetriebe. Das hat dann auch eine Automatikfunktion. Der Grundpreis für das Beetle Cabriolet beträgt 21.350 Euro. Dafür bekommt man einen Benziner mit 105 PS. Es ist aber auch überhaupt kein Problem, mit dem Beetle Cabrio auf über 30.000 Euro zu kommen, denn die Aufpreisliste bei VW ist immer lang. Das Beetle Cabriolet hatte ich bisher nicht auf meinem Schirm. Das neue Modell hat eine sehr schöne Linie, es ist ein vollwertiger Viersitzer und der Grundpreis ist bei 21.350 Euro absolut konkurrenzfähig.